Heute gibt es Roggenbrötchen, die gibt es oft bei uns sonntags, weil sie mir sonst zu viele Kalorien haben und mich nicht lang genug satt machen. Da ist ein Roggenvollkornbrot dann schon besser. Und deswegen wird es heute richtig schön ausgenutzt mit Brötchen. Backen hier jetzt schön und ihr seht dann, was wir drauf machen. Heiß, der Heiß. Genau, Finn heiß. Ich habe mir jetzt ein Brötchen gemacht mit Camembert drauf. Da haben wir Servelat. Ja, Schatz. Das ist die hier vom Kaufland, war die, glaube ich. Und die hat heftigere Kalorien. 100 Gramm, 360 Kalorien. Das ist so viel wie eigentlich ein Frühstück von mir. Heute wird ja ausgenutzt und ich liebe diese Wurst einfach. Schon immer. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Rettich. Dann habe ich noch ein Latte Macchiato. Heute zur Feier des Tages. Könnte ich auch so trinken, aber mache ich irgendwie nicht. Und dann kommt hier ein Finn Seins. Er hat hier ein bisschen Ei. Dann hat er sich Leberwurst heute ausgesucht auf sein Brötchen. Und eigentlich hat er ja auch noch ein Stück Camembert. Er ist nämlich total verrückt nach Camembert. Lecker. Schatz? Ja, der will wahrscheinlich auch gleich noch ein Stück. Wenn er mein Brötchen sieht, will er das essen. Zumindest den Käse. Genau, und dann hat der Finn hier noch sein Trinken. Dieses Mal ist es eine Traubensaftrolle. So, zum Mittag gibt es jetzt Zwiebelrahmschnitzel mit Spätzle und einem Salat. Und ich habe mich so drauf gefreut, ich wollte es unbedingt haben. Finn scheint es auch zu schmecken. Der hat schon angefangen. Schön klein gemacht. So, mittlerweile haben wir Abend. Ich esse jetzt einen Kinderriegel, weil ich die so liebe und weiß, morgen ist es wieder ein bisschen schwieriger und dann muss ich es wieder richtig einkalkulieren. Ich weiß nicht, ob ich noch was Richtiges zu Abend esse, weil das Mittagessen hat schon ziemlich reingehauen. Wenn man gar keine Sahne mehr gewöhnt ist, dann ist es immer für den Körper ein kleiner Schock und ich habe jetzt Bauchweh. Aber das passt immer noch rein. Genau, den lasse ich mir jetzt schmecken. Heute gibt es Nutella-Brot. Was heißt Brot, Brötchen. Und Finn nämlich auch. Das ist nämlich der springende Punkt gewesen. Finny hat sich Nutella ausgesucht und dann habe ich eben die andere Hälfte auch mit Nutella gemacht. Und dann habe ich noch ein normales weißes Brötchen. Mal schauen, was wir da drauf machen. Schmeckt lecker? Nein. Nein. Der sagt immer nein. Der meint ja. Ja, jetzt habe ich mir noch ein Stück Käsebrötchen gemacht mit Leitkäse, weil wir leider nichts anderes da haben. Aber es lohnt sich einfach nicht, sowas zu kaufen. Oh, Finny, der Husten hat sich halt gut an. Ja. Dann noch ein Paradieschen, weil die gerade den Geist aufgeben, weil ich vergessen habe, das Grün wegzuschneiden und dann werden die ganz schnell schrumpelig. Und hier haben wir eine französische Salami. Was ist sie? Yummy, yummy. Und Finny klaut sich schon wieder was. Der klaut sich nämlich dauernd meine Radieschen. Yes. So, wir sind heute in der Geburtsstadt von Fenina. Und da heute Cheat-Day ist, gehen wir essen. Und das ist unsere Vorspeise. Ich habe Bruschetta. Fini hat Spaghetti Bolognese ohne Spaghetti. Und hätte ja das gleiche. Ja, und wir sehen uns dann, wenn das nächste gibt. Ich esse jetzt Spaghetti Carbonara und der Patty isst Schnitzel mit Spaghetti und Salat. Und wir haben, finde ich, ja extra andere Nudeln bestellt, aber jetzt geht das total auf die Spaghetti. Ja. Na, mein Gott, Hauptsache ist beschäftigt und wir können in Ruhe essen. Und jetzt lassen wir es uns schmecken. So, ihr Lieben, unser Cheat Day ist fast vorbei schon wieder. Sorry, dass es so dunkel hier ist, aber wir haben hier echt kein helleres Licht. Ich habe so gar das Licht schon auf mich gerichtet. Eigentlich wollte ich vom Mac noch einen Cheeseburger essen und ein paar Chicken Wings, weil es die da gerade gibt. Und natürlich meinen geliebten McSundae Karamell, um den ging es eigentlich ursprünglich. Jetzt baut unser Mac aber um. Toll. Dann muss eben der KFC herhalten. Hier gab es dann Pommes und ein paar Chicken Wings. Weil ich die ohne nicht essen kann, die sind zu scharf.
Und dann natürlich noch das geilste Eis der Welt. Ihr müsst das unbedingt probieren, es schmeckt schokoladiger als Schokolade. Einfach geil. So, unser Frühstückstisch ist wieder reich gedeckt, also hier, ich schmeiße immer alles in die Mitte. Das sind unsere Brötchen, die wir uns heute gönnen dürfen. Genau, Finn, gell? Und der voll Tomaten, der liebt die gerade so. Sein Stück Käse hat er auch schon aufgegessen und ich nehme halt gerade seine andere Hälfte, aber da wird auf jeden Fall ein Brötchen folgen. Und das seht ihr dann auch. Ich habe mir gedacht, ich esse heute auf jeden Fall genug Süßes, deswegen esse ich jetzt doch noch normal, weil ich auch gar keinen Bock habe heute auf Nutella-Brötchen wie sonst. Genau, also hier habe ich nochmal die Teewurst, das hat nämlich super geil geschmeckt. Und da habe ich Frischkäse drauf gemacht und diesen Lachsschinken. Dann haben wir hier noch ein bisschen Tomate, Finn wollte noch ein Ei. Und zum Trinken habe ich heute nicht ausnahmsweise mal einen Saft. So, jetzt gibt es als Nachtisch noch eine Mischnitte. Zum Mittag gibt es bei uns einen Hering und ich probiere jetzt mal den Light aus, aber wenn der genauso gut schmeckt, kann ich den ja immer nehmen und spare Kalorien. Schau jetzt mal, ob mir der schmeckt, wenn nicht, dann esse ich halt doch den anderen. Darf ich heute ja. Also, ich habe es probiert. So sieht es auf meinem Teller aus. Ich war ja auf alles gefasst, aber es ist gut. Ich habe das ewig nicht gegessen, weil mir das immer zu kalorienreich war. Und jetzt gibt es das auch mit weniger Kalorien. Das ist toll. Heute gibt es Pfannkuchen. Ja, einmal mit Nutella drin und so ein Fruchtcocktail noch dazu und ein Kava. Dann gab es auf einem Volksfest Currywurst mit Pommes, muss auch mal sein. Als Zwischenmahlzeit gab es dann noch ein Lachsbrötchen mit Zwiebeln und sauren Gurken, auch von dem Fest als Zwischenmahlzeit. Also natürlich habe ich mal wieder vergessen zu filmen, was ich noch gegessen habe. Und zwar war es Eis, Ben & Jerry's natürlich, weil Ben & Jerry's so geil ist und das muss man einfach immer essen, wenn man darf. Und das war, glaube ich, Brownies, Schoko Brownies oder sowas. Und jetzt gibt es noch ein paar Chips. Ja, und Kinderriegel habe ich auch schon gefordert, also die müssen auch immer sein. Und ja, genau. Ein paar Chips halt noch, weil ich mag Chips schon. Und das sind übrigens eh relativ fettreduzierte Chips, weil die gebacken sind und nicht frittiert. Und ja, die sind echt cool und haben auch viel weniger Kalorien als normale. Ich denke, das war's dann auch für heute. Tschüss! So ihr Lieben, heute gibt es einen Kuchen, weil ich Schussel vergessen habe, neue Brötchen zu kaufen. Also gibt es einfach mal Kuchen und Finny trinkt noch ein Kaba. Und ich genauso. Hier gibt es mal wieder Bruschetta, das gibt es wohl öfter bei uns. Und dann noch Knoblauchbrot. Und Finny fängt schon an zu essen, der hat voll Hunger und hier riecht es richtig nach Knoblauch voll. Geil. Und zum Trinken gibt es heute ausnahmsweise mal ein Eis. Normal habe ich ja immer Cola. Aber ich will mal ein bisschen weg von dem Sirup. Okay. Und jetzt meine Nudeln. Das ist mit einer Lachs-Sahne-Soße. Mega lecker. Sieht's aus. Und unser Salat. Und dann kommt noch ein Patty-Sahne. Hier sage ich euch gerade, dass ich ein Stück Schokolade esse. Mehr nicht. Das war bloß zu laut. So, jetzt gibt es noch Reste von vorhin, wieder die Lachsnudeln und ein bisschen Salat. So, liebe Weber, darf natürlich mein Ben & Jerry's abends nicht fehlen. Ich liebe es einfach so. Und heute ist es mal wieder Chocolate Fudge Brownie. Boah, mega geil dieses Eis. Finde ich leider wirklich nur in dieser kleinen Größe. Also, keine Ahnung, ob es das groß gibt. Falls es irgendwo gibt, sagt mir ja Bescheid. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Und das war's dann. Das war's dann für heute. Und das war's dann überhaupt, weil ich dann 5 Wochen durchgefilmt habe und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao!